Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Assetto Corsa Competizione hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Wir schauen uns die letzte Strecke des American Track Packs an, nachdem wir uns ja COTA, also Circuit of the Americas, als auch den Indianapolis Motor Speedway angeschaut haben. Steht jetzt zuletzt Watkins Glen an, eine Strecke, die ich eigentlich, ja, seit ich sie kenne, absolut feiere. Mega, mega coole Strecke. Bin auch schon in AC1 damals ein Endo-Rennen hier gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein 12- oder ein 24-Stunden-Rennen war. Es war auf jeden Fall sehr lange. Also ein bisschen GT3-Erfahrung auf der Strecke habe ich. Allerdings heute mit einem Fahrzeug, was ich damals definitiv noch nicht gefahren bin. Denn wir werden heute mit dem Honda NSX GT3 bzw. mit dem Acura NSX GT3 fahren. Was ja auch sehr cool ist, weil das Fahrzeug wird ja gerade in den amerikanischen GT3-Serien schon sehr oft bewegt. Und deswegen, ja, mal gucken, wie der sich hier so fährt. Ähnliches Prinzip wie auch schon bei den beiden anderen Strecken. Ich gucke mir das Ganze mehr oder weniger blind an, also ein bisschen so First Look. Also ich möchte dir einfach so ein bisschen auch meinen Ersteindruck zu diesen Strecken bieten. Deswegen wird es natürlich heute keine mega krassen super Hotlaps geben. Das sollte klar sein. Es geht rein um den Eindruck zur Strecke. Aber wie ich es auch schon bei den anderen beiden Strecken gesagt habe, ich gehe mal stark davon aus, dass wir natürlich die ein oder andere Strecke des Öfteren nochmal im Multiplayer sehen. Und da werde ich natürlich versuchen, auch mit der Zeit besser zu werden. So, hier passen wir nichts an. Ich nehme jetzt einfach mal das Aggressive Preset. Die Temperaturen oder so, oder die Drücke besser gesagt, werden wahrscheinlich jetzt nicht passen. Aber sei es drum. Go, go, go. So, machen wir mal hier alles an. Und dann geht's auch schon los auf eine Runde. Ja, in Watkins Glen gibt es natürlich auch verschiedene Streckenvarianten. Wir haben jetzt hier die, würde ich sagen, die längste Variante mit der Bus-Stop-Schikane, die wir aber auch gleich sehen werden. Ich kann ja kurz darauf eingehen, was für Varianten es gibt. Bekannt tatsächlich auch, wie ich es in den letzten Teilen schon gesagt habe, aus Forza Motorsport. Forza Motorsport ist halt ein amerikanisches Rennspiel, also die Entwickler dort, Turn 10, sind halt Amerikaner, dementsprechend hat man dort halt schon viele amerikanische Strecken und ja, das hilft natürlich schon, so ein bisschen den Verlauf der Strecken zu kennen. So, hier jetzt die Bus-Stop, da gibt es halt auch eine Variante, die ohne ist, ne, also wo man dann hier links lang fährt, wo man einfach durchprügelt. Ich glaube, die, oh, jetzt habe ich es abgewürgt, das ist natürlich schlau. So, so, ups, Fail. Na, komm. Ich denke, gerade so LMPs oder so fahren, glaube ich, öfters mal. Wobei, ich bin mir nicht sicher, welche Versionen oder welche Varianten ohne fahren. So, des Weiteren bei der Kurzanbindung, die gibt es auch noch. Da fährt man jetzt dann hier rechts rein. Ja. Da kommt man dann wieder auf einen Streckenabschnitt, den wir auch gleich wieder sehen. Ich meine, ihr seht es ja auch ein bisschen auf der Minimap, wo man da ungefähr rauskommt. Also, so oder so, auf jeden Fall sehr coole Strecke, egal welche Variante. Ob mit Busstopp oder Busstopp, ob kurze Variante oder lange Variante. Wir haben aber jetzt quasi eigentlich so die gängigste Variante hier. Und auch die längste Variante, die man hier so fahren kann. Aber wirklich eine sehr coole Strecke. Also, ich denke mal, von den dreien, die wir jetzt dazu bekommen haben, ohne jetzt hier schon viel gefahren zu sein, ist das wahrscheinlich safe mein Favorit. Zumindest mal war sie es im Vorfeld. Und mal gucken, ob dieser Favoritenstatus jetzt bestätigt wird. Das ist aber auch erst gerade nochmal kurz gucken, wo die Bremspunkte genau liegen. Die Kurve hier ist sehr kritisch, die ich gerade durchfahren habe. Man denkt, es ist so eine Art 90-Grad-Kurve. Auf der Minimap sieht man es aber ganz gut. Es sind mehr als 90 Grad. Auch die Kurve hier ist mehr als 90 Grad. Dementsprechend muss man da klar wissen, okay, da muss man schon doch mehr verzögern, als man denkt. Hier wiederum kann man deutlich schneller durch, als man denkt. Und auch die letzte Kurve normalerweise, weil die Kurven alle so ein leichtes Banking haben, also leichte Steilkurven sind, kann man eigentlich relativ schnell durch. So in der Regel. Dann schwierig natürlich Kurve 1 hier, weil bergab. Ja. Wie gesagt, die Strecke, wo ich noch am meisten GT3-Erfahrung habe, aber auch schon ewig her. Damals im Audi gefahren. Ich habe auch überlegt, ob ich Audi fahre heute, zu der guten alten Tagen willen. Aber ich habe tatsächlich, täuscht mich, wenn ich falsch liege, ich habe tatsächlich keine neue Livery im Zuge dieses American Track Packs gefunden, die ein Audi betrifft. Oder halt, ein Audi hat keine neue Livery bekommen. Und ich wollte jetzt schon Liveries fahren in den Videos, die auch eben mit dem Track Pack neu dazugekommen sind. Und dann dachte ich, ja komm, so ein Honda, beziehungsweise so ein Acura, wäre doch eigentlich auch mal ganz geil. Der liegt ja auch echt gut, muss ich sagen. Ja, die Strecke ist auch geil, also, die Strecke ist einmal der Hammer. Ja, schön, dass du auf jeden Fall eingeschaltet hast, schön, dass du mit dabei bist. Auch hier nochmal der Hinweis, ich habe es in den vergangenen Videos schon gesagt, aber vielleicht hast du die ja nicht gesehen. Es gibt ein Gewinnspiel aktuell, klick dich mal in die Videobeschreibung.
läuft bis, ja, bis Freitag. Ich weiß aber nicht, wann die Folge erscheint. Vielleicht bis heute. Auf jeden Fall, ja, sollte das Gewinnspiel auf jeden Fall noch laufen, wenn dieses Video erscheint. Oh, jetzt habe ich selber einen Fehler gemacht wieder. Es ist enger als eine 90-Grad-Kurve. Und genau, da kann man das American Track Pack DLC gewinnen. 5 Steam Keys habe ich, die ich verlose. Also gerne eintragen und mit etwas Glück gehört dann dir dieses DLC auch bereits. Beziehungsweise gehört dir dann, wenn es dir schon bereits gehört, dann natürlich Quatsch. So, ich bin schon ganz durch den Wind, tut mir leid. Ist es aber auch wieder total warm hier in meinem Zimmer. Aber für euch schwitze ich doch gerne. Ne? Vorsicht, der Körper ist doch höher als gedacht. Mal gucken, Bremspunkt rausfinden. 300er Schild vielleicht. Passt eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Hier kann man ein bisschen schneller rum. Noch nicht so den richtigen Spot gefunden zum Gas geben. Wie gesagt, ist auch schon wieder ein paar Tage her und natürlich die Watkins Glen Version in AC1 war auch eine Mod, soviel ich weiß. Aber die Strecke ist einfach geil. Hier mal gucken, Bremspunkt 200 Meter mal nehmen. Eng ran, 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 ran. Jetzt aufs Gas, ja, ein bisschen früher hätte gegangen, wäre gegangen. Der zweite, dritte Gang ist nicht ganz perfekt, meiner Meinung nach hier. Ah, das war klar, jetzt bin ich zu weit. Aber ist nicht ungültig, okay. Ich dachte jetzt, das hätte ich jetzt ungültig gemacht. Hier würde ich so bei 250 Meter mal probieren. Wobei, 200, doch eher mehr am 200 Meter Schild. Jetzt hier nicht drauf fahren. Und halt hier hochballern, das ist so geil einfach. Ist einfach eine nice Strecke. Da kannst du nichts gegen sagen, kannst du da. Am vierten, aber ich glaube, du musst fast dritten gehen. Ja, die Getriebeübersetzung ist quasi nicht ganz perfekt beim Honda, würde ich sagen. Also für die Strecke. Aber die Getriebeübersetzungen sind halt fest, da kannst du auch nichts dran ändern. Mein Geschmack. An manchen Stellen nicht so, ist der Gang nicht so geil, der 1 niedrige dann auch nicht, irgendwie. Irgendwo so dazwischen wäre perfekt. Aber so ist es halt manchmal. Das war zu spät. Ein bisschen ausprobieren. Ja, wir machen natürlich wie auch bei Kota und beim Indianapolis Motor Speedway dann gleich nochmal ein kleines Rennen gegen die KI, aber so ein bisschen Rennaction zu zeigen. Ich merke, ich muss mal mein Gaspedal, glaube ich, irgendwie schmieren. Das knarzt so gefühlt. Also ich höre es jetzt nicht, aber vom Gefühl her, wenn ich es durchdrücke, ist es wie so ein kleiner Widerstand. Der da nicht sein sollte. Da kann man später bremsen. Definitiv. Immer noch mal alle Bremspunkte, also 300 Meter. Vielleicht sogar einen Ticken früher, dann könnte ich ein bisschen früher mich reinlegen.
Vierter Gang rollen lassen. Jetzt ins Gas, also Vollgas. Hier bei der Kuppe quasi anbremsen, reinrollen lassen. Eng an Curb und wieder einen Tick zu früh ins Gas, okay. So, dann hier ungefähr bei 180 Meter ranbremsen. Und dann voll ans Gas, dadurch, dass bergauf geht, kein Problem. So, jetzt hier haben wir, glaube ich, gesagt 200 Meter, vielleicht kurz danach. Machen wir so gefühlt 190 Meter. Klar. Ah, zu früh ins Gas. Beliebter Fehler. So, jetzt hier ein bisschen lupfen und rum. Ja, wieder zu weit. Das ist jetzt ein Off-Track gewesen. Vielleicht ein bisschen leicht anbremsen sollte ich vielleicht schon. Im guten Setup geht's vielleicht. Ja, ein bisschen Fehler gemacht. Sei es drum. Jetzt erste Kurve nochmal gucken. Ich glaube auch hier kurz nach 200 Meter vielleicht. Ja, also eher so kurz nach 200 bremsen. Mit der Tankfüllung, wie wir sie aktuell haben. Okay. Ja, dann würde ich aber sagen, verweilen wir nicht zu lange hier, sondern gehen direkt mal in ein kleines Rennen rein. Ich würde sagen, ich mache wieder einen kleinen Zeitfortschritt rein, dass wir auch ein bisschen Abendsonne sehen. Und dann, ja, kurzer Cut und dann bis gleich zu einem kleinen Rennen hier auf Watkins Glen. So, noch sind wir in der Einführungsrunde, aber wir biegen jetzt gleich ein in die letzte Kurve und auf Startziel. Und dann geht's auch schon gleich los mit einem kleinen 15-Minuten-Rennen hier gegen die KI. Mal gucken, wie es wird. So, wir sind ziemlich weit hinten tatsächlich. Im Crit. Boah, das war stehen geblieben, der Mercedes. Aber unsere Chance, jetzt hier vorbei zu sneaken. Uiuiui. Boah, jetzt wird's krass. Erste Kurve rein, ziemlich weit innen. Da ist nicht viel Platz. Boah, kriege ich auch schon einen Schlag von links, klar. Das 3 wide ist natürlich ein bisschen viel, aber ein bisschen anlehnen sollte ja erlaubt sein im GT-Sport. Oh, es ist geil jetzt hier hoch mit den ganzen Fahrzeugen. Oh, Watkins Glen ist einfach eine geile Strecke. Einfach eine geile Strecke. Ein bisschen zu spät. Aussicht. Weil passt. War sogar gut. Aufpassen, hoher Curb. Nice. Passt ein bisschen, wahrscheinlich Dirty Air hier. Und Feuer frei. Nice! Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, welche der drei Strecken aus dem American Track Pack euch am besten gefallen. Ich habe ja quasi meinen Favorit schon im Vorfeld auserkoren und ich bleibe auch dabei. Aber vielleicht hat da jeder auch einen anderen Eindruck. Gerne natürlich schreiben, weil ihr es vielleicht selber getestet habt, weil ihr schon das American Track Pack DLC besitzt. Oder aber auch gerne natürlich nur von dem, was ihr jetzt hier aus den Videos gesehen habt. Ja, außenrum ist riskant hier. Aber jetzt haben wir gleich die Innenkurve. Das heißt, es war vielleicht sogar gar kein schlechter Move. Ja, das ist halt das Geile an Watkins Glen. Anders als bei Indianapolis, hier kann man wieder eigentlich mehrere Linien fahren. Beziehungsweise gerade halt miteinander auch kämpfen. Auch wie schon bei Kota sind ja mehrere Linien wirklich möglich. Und deswegen, ja, Watkins Glen einfach geil Strecke. Hat einen geilen Flow, wenn man alleine fährt, ist aber auch geil zu kämpfen gegen andere. Also, das macht schon gut Laune. Natürlich haben wir jetzt ein bisschen vom Ziehharmonika-Effekt der Startphase profitiert und uns relativ schnell ins Mittelfeld gesneakt. Jetzt gucken wir mal, aber ob wir überhaupt dranbleiben können. Ja, vom Verlauf habe ich das gleiche jetzt eingestellt wie beim Indianapolis-Video. Also hier 12er Zeitverlauf. Wir werden auf jeden Fall so ein bisschen in die Dämmerung, vielleicht sogar leicht in die Nacht reinfahren. Deswegen auch mal ein bisschen höhere Drücke gewählt, wobei sie aktuell sogar ziemlich perfekt sind, würde ich meinen. Bisschen untersteuernd.
Der Enesis kommt mit zwei TCs daher. Hat mal den Cut hochgestellt. Ja, aber macht Bock hier zu fahren. Macht einmal Laune. Ist zu früh vielleicht eingelenkt. Ja, und ich muss unbedingt mein Gaspedal nach diesem Video fixen. Das fühlt sich so komisch an gerade. Aber ich habe es tatsächlich auch, seit ich es besitze, die Pedale auch nie irgendwie schmieren oder irgendwas machen müssen. Also von dem her alles cool. Muss halt manchmal sein, ein bisschen Pflege. Ich hoffe jetzt nur, dass mir das Ding nicht um die Ohren fliegt, während ich hier das Rennen fahre. So, jetzt sind wir dran am Lambo. Sollte eigentlich auch eine Livery sein vom Lambo, die neu dazugekommen ist hier. Glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Mit dem Pack. Das war jetzt zu riskant, da rein zu diven. Aber wir kriegen vielleicht noch unsere Chance. Jetzt nur dranbleiben. Hier ein bisschen aufpassen. Kommen die ein bisschen besser rum. Hier habe ich so ein leichtes Untersteuern, aber ich glaube, ich bin einfach zu früh am Gas oder positioniere mich zu schlecht. Aber es macht trotzdem ultra Laune hier. So eine geile Strecke einfach. Das klappt hier nicht. Ja, wenn dir das Video gefällt oder auch die Videoreihe gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen, gerne Feedback da lassen. Also wenn dir auch so eine Art, ja, einfach mal reingucken Videos gefallen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele DLCs noch kommen werden in ACC, aber ich denke mal, ein paar werden vielleicht schon noch kommen. Und ich finde sowas halt einfach immer cool, so diesen Ersteindruck auch direkt ins Video mit rein zu verpacken. Klar, ist natürlich nicht das beste geskillte Gameplay, aber sind wir auch mal ehrlich, da gibt es auch andere Personen für, die da auch vielleicht besser geeignet sind. Und ich denke, am Ende entsteht hier trotzdem ein ganz guter Eindruck. Ist jetzt nicht so, dass ich komplett scheiße fahre. So, jetzt nochmal. Aber wobei, ich weiß es immer noch nicht, in die Schikane rein ist echt risky, aber ich versuche es trotzdem nochmal. Aufpassen. Das war auch, wo wir das Enduro-Rennen in AC1 gefahren haben. Immer ein Risiko, hier reinzugehen. Und dann mussten immer beide mitspielen. In dem Fall hat es geklappt. Position gewinnt für uns. Jetzt gucken wir mal, dass wir da direkt den Anschluss wieder bekommen, wenn ich mich nicht verbremsen würde hier rein. Da will der Lambo auch gleich gegenstechen. Lassen wir aber nicht zu. Nice. Macht echt Spaß. Macht richtig Laune. Setup für mich, für meinen Geschmack, manche Stellen ein bisschen zu hibbelig, an anderen Stellen ein bisschen zu untersteuernd. Also nicht perfektes, austariertes Setup, würde ich sagen. Aber klar, das ist ja auch nur ein Preset. Aber ich fahre hier auf jeden Fall auch nicht perfekt. Sicht. Knapp. Knappe Ding. Zu spät gebremst. Aha. Bestimmt off-track, ja, aber. No time gain, alles gut. Das ist schon Halbzeit. 15 Minuten Rennen sind halt wirklich kurz. Wo denn Porsche kommt? Außen vielleicht. Ah. Okay, das könnte jetzt schief gehen, glaube ich, hier außen. Ich mache mir mal ein bisschen fett. Dass ich ihm gar keine Angriffschance lasse. Ein bisschen schnell, zu schnell hier rein, aber Hauptsache wirklich Position.
Das war der Drehzahlbegrenzer. Der begrenzt, wie er sagt, die Drehzahl. Oh, komm. Ach, ACC macht einfach Bock. Kannst du sagen, was du willst. Egal, ob du schnell oder langsam bist, es macht einfach Bock, die Dinger zu fahren. Das war jetzt nicht gut gefahren. Ja, ein bisschen anbremsen musst du einfach. Auch das war nicht optimal. Das könnte jetzt der Angriff von Porsche werden. Da habe ich jetzt einen Fehler nach dem anderen reingejagt. Ja, auf der Bremse mache ich gerade keinen guten Job. Ich bleibe zu lange auf der Bremse, glaube ich, stehen. Ich gehe mal auf vielleicht der Balance zwei Klicks nach vorne. Mir ein bisschen die Vorderachse und dann löse ich es ein bisschen früher vielleicht, dass das Einlenken ein bisschen besser wird. So, kann mal kurz checken, das passt eigentlich. Boah, die Sonne, die jetzt hinten hervorkommt oder untergeht. Nice Sache. Ja, hier ist Kampf am Start, hier staut sich's, unsere Chance da wieder ranzukommen an den Train. So, japanisches Duell, Honda gegen Nissan. Wenn wir hier eher einen Acura fahren, müssen wir hier innen rein. Das sieht gut aus. Jetzt bereit machen. Heizen! Du feuerst dich gegen eine KI. Das hier kann ja jeder. Ja, das geht doch einfach nur so ums Prinzip, ums Fahren, um Emotionen, um Spaß. Das ist doch scheißegal in dem Moment. Ob KI oder nicht, das war zu weit. Nicht das Auto wegschmeißen dabei. Multiplayer gegen echte Menschen, wie gesagt, das werden wir noch zu Genüge haben. Ab und zu mal so klassischer Sim-Racing-Content, wie ich schon vor ein paar Folgen gesagt habe. Mal auch wieder gegen KI fahren oder so, habe ich früher hier auf dem Kanal öfters gemacht. Kam immer gut an. Es geht ja, wie gesagt, auch eher um das Eigentliche, was hier passiert und nicht um jetzt sich hier irgendwie zu beweisen. Aber trotzdem kann man ja gegen KI Spaß haben und ein bisschen Motorsport leben. Riskant, aber Bentley steckt zurück. Thank you. Obwohl ich die Aggressivität auf volle Pulle gestellt habe. Also wir könnten sogar hier nochmal ein bisschen aggressiver sein, zumindest mal beim Verteidigen. Beim Angreifen ist vielleicht so eine andere Nummer. Die Sonne, sie senkt sich dem Horizont. Mein Gaspedal fühlt sich nicht gut an. Zumindest kommt ein Signal an. Das ist, glaube ich, auch echt irgendeine mechanische Komponente gerade. Let's go. Okay, der dritte Gang ist hier eher unnötig. Aber so leichtes Anbremsen war schon wichtig. Bis an die Mauer ran. Ja, ich muss ein bisschen besser noch in Kurve 1 reinschmeißen. So, zwei Runden sind's. Also mit der hier zwei Runden noch. Würde ich jetzt sagen. Vielleicht sogar drei. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo der Führende ist. Ja, es können sogar drei sein. Lexus, lieber Lexus. Ich möchte an dir vorbei. Ich höre auf, jetzt hier zu singen, weil... Ich kann es nicht. Was ich kann, ist untersteuern.
runtersteuern, aber massiv auch viel zu schwach reingebremst. So kann ich natürlich den Bentley auch nochmal in Position bringen. Eigentlich möchte ich hier vorne an den Lexus rankommen. Den amerikanischen Japaner, wenn man so möchte, der Lexus, was ja bei Acura so gesehen ja auch ist. Also, Worst. Das war riskant. Gerade nochmal so gerettet, sonst wäre es fast neben rausgegangen. Das war zu früh eingelenkt. Ja, die letzten Kurven, die haben ja schon immer in Watkins Glen ein bisschen Probleme bereitet. Aber gut, wäre ja auch schade, wenn man schon perfekt wäre. Okay, ist auf jeden Fall letzte Runde. So, ich muss immer bei 200 zu bremsen, ein bisschen früher hier rein. Ja, ich krieg's auch noch nicht perfekt rein. Zirkelt. Egal. So geil, wie sie aufsetzen und die Funken sprühen. Tschu! Auf geht's! NSX Power! Aber ich glaube, das wird nicht reichen für einen Angriff. Ne, wird's nicht. Jetzt bin ich hier natürlich zu schnell rein. Und dann komme ich hier zu weit rum. Ja, hier, das Eck gefällt mir irgendwie nicht so. Oder beziehungsweise wie der NSX hier liegt. Aber gut, bei einem Setup-Preset kann es ja auch mal. Ne? Drücke habe ich viel zu hoch gewählt. Die sind erst jetzt so langsam im Optimalen. Das ist quasi das ganze Rennen mit zu hohen Drücken gefahren. Würde vielleicht auch das Untersteuern ein bisschen erklären. Mal ein bisschen flashen. Vielleicht wird er ja nervös kurz vor Schluss. Oh, ich habe ihn verbremst. Ah. Ja. Nervös habe ich mich nur selber gemacht damit. Voll den Bremspunkt verpasst. Das hätte jetzt richtig schief gehen können. Aber alles gut. Schrecksekunde am Schluss des Rennens. Kann es mal geben. Wieder zu früh eingelenkt. Ah. Z an den Leader. Geil. Ja, ich bleib dabei. Watkins Glen, einfach geile Strecke, geiler Flow, macht richtig Bock mit diesen GT3-Kisten. Ist aber auch eine Strecke, die tatsächlich mit so LMP2s oder so richtig Laune macht. GT4s weiß ich nicht, könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht ganz cool ist. So oder so, das soll es gewesen sein mit der Videoreihe zum American Track Pack DLC. Wie gesagt, Gewinnspiel nicht verpassen, ist in der Videobeschreibung verlinkt und wahrscheinlich nächste Woche, Montag oder Mittwoch, halt mal die Augen offen, gibt's dann ein Multiplayer-Stream. Ich muss natürlich mal gucken, ob ich einen Server halt natürlich auch bekomme, vorausgesetzt. Aber wenn das alles klappt, dann können wir auch ein bisschen gegeneinander fahren auf den drei Strecken. Ich hätte gesagt, keine Ahnung, so dreiviertel Stunde Rennen jeweils. Und mit ein bisschen Training und Quali davor, also schön langer, keine Ahnung, viereinhalb Stunden Stream oder so. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ja, das soll es aber gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Ich bin jetzt raus an dieser Stelle. Und dann bis denne. Ciao!